Hallo Leute, klar freuen wir uns, dass ihr wieder zuseht. Und Clemmy war heute Morgen schon wieder unterwegs, hat Frühstück geholt. Wunderschöne Fleischkäsebrötchen. Und dann ist er natürlich auch bei unserem Zeitschriftenhändler des Vertrauens vorbeigefahren und hat Batman mitgebracht, das neue Batman-Heft für 4,99 € mit dem sagenhaften Polypapierbeck oder wie man das auch immer schimpfen mag. Das darf man dann auch zusammenbauen. Wer beischleift, darf auch zusammenbauen. Oh Gott. Muss ja alles zusammenbauen. Ich schleife meistens zusammen. Bitteschön. Hast du großes Flieg rum? Ein Batwing. Und du rennst nachher Fliegenklatschen nach. Ja, auf jeden Fall. Da kommen immer diese schönen, tollen Muster drauf. So, dann das Ganze ohne die Beigabe. Das ist die Nummer 29. Und dann wollen wir mal schauen. Ja, für Lego Technik. Werbung. Dann das Inhaltsverzeichnis. Dann haben wir hier gleich die erste Mission. Und dann der Comic. So, schön. Zeichnung wieder ganz toll. Sehr schön. Dann hier sei super mit uns. Werbung für Minecraft. Hefte von Blue Ocean und schon, habe ich jetzt eins überschlagen? Nee. Und dann geht es weiter mit dem Comic. Sieht sehr interessant aus, die Geschichte. Und dann haben wir hier die Bauanleitung, die werde ich ihm nachher rüberreichen, weil er zittert schon. Es geht. Wochenlang ist noch. Deswegen werde ich mich hier mal ein bisschen beeilen. Ja, und auf der anderen Seite dann der restliche Bau. Dann haben wir hier ein Poster. Erste Hälfte, zweite Hälfte und jetzt das Innenteil. Ja, auch nicht schlecht. Alle Figuren, die bis jetzt wahrscheinlich in den Polybags waren. Ne? Oder was meinst du? Das ist okay, das Ding. Zumindest zum Nachschauen, was habe ich oder was habe ich nicht. Genau. So, dann hier Ghost Force. Werbung auch von Blue Ocean ist es. Und dann gehen die Missionen los. Und Comic zweiter Teil. Das sieht ganz interessant aus. Und dann haben wir hier ein Spiel, diese üblichen Spiele mit hüpf hier hin, hüpf dahin. So, wir sind gerade mal kurz von dem Kunden unterbrochen worden. Wir machen das hier während der Betriebszeit. Wie gesagt, so ein Hüpfding da, Spiel. Und das muss ich jetzt Gott sei Dank verdecken. Dann gibt es eine neue Zeitung. Am 22.09. Überall im Handel. Dreams. Das wird wahrscheinlich die erste Zeitung sein. Wir werden sie auf jeden Fall kaufen und vorstellen. So, dann auf der Rückseite für Ninjago Trading Cards Werbung. Und jetzt kommt die Vorschau. Das nächste Mal ist ein Batman drin mit einem speziellen Umhang. Werden wir natürlich auch besorgen. Und hier unten sind die Auflösungen von den Missionen. Ja. Dann wollen wir mal schauen, wollen wir hier mal dem Kleinen die Anleitung geben, sonst verzweifelt er, springt aus dem Kellerfenster oder so. Ja, mindestens. Ja, hoffentlich bleibst du nicht hängen. Du weißt, dass die schmal sind. Ist das schon drüber? Nee, ne? Okay, ein bisschen fast richtig. Verbaut, Hashtag verbaut. Er muss eine Etage höher. Und auf der anderen Seite geht es dann weiter.
Ich lasse ihm das da mal und red dumm Zeug. Ja, mir gefallen diese Batman-Hefte. Wenn nur nicht so ein... Manchmal liegt da ein ganz guter Schrott dabei. Aber irgendwie muss man damit klarkommen. Clemmy kommt damit klar. Ja. Nachdem er sich 6493 Mal verbaut hat, bei 20 Teilen. Wie viele Teile sind es? Keine Ahnung. Ja. Oh, keine Ahnung, ist immer gut. Davon habe ich viel. Du wirst mich da doch nicht überholen, oder? Davon hat keiner schlecht. Ja, so ist das mit dem Licht. Mal geht's nicht. Ui. Na, wer wird denn jetzt hier gleich so schwierig sein? Jetzt hat er überlegt, ob nicht noch irgendwo ein Fleckchen in seinem Zimmer ist, wo er da ein Poster aufhängen kann. Von den vielen Aufklebern. Ja, das ist aber schön, wenn man mal einen Aufkleber braucht, dann geht man hin, pult den raus und Ruhe ist. Ich stelle mir es gerade bildlich vor. Ja. Ich brauche für das Auto mal einen anderen Aufkleber. Wuppdiwupp. Und dann gibt es immer weiße Stellen. Ich meine, die Grundplatte vom Aufkleber bleibt ja Bambe, aber... Ja. Das sieht dann aus wie unausgefüllte Sprechblasen. Ja, dann kann er einen Tss, Tss, Tss vom Schnarchen einsetzen. Ach ja. Ja, dann will ich schon mal vorgreifen. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr von dem Heft haltet oder von dem Bett-Dingsbums da. Ja. Von dem Bettwing. Dann kann man das Ding zumachen. Also, ja, 70%ige Kaufempfehlung, weil keine Figur dabei ist. Das Ding ist gut, ne? Oder ja, für Microfighter in der Ecke kann man da hinkommen. Schon eine ordentliche Größe, größer als ich gedacht habe. Und gucken. Ja, mach so, kein Licht anmachen, weil schwarz ist undankbar bei Licht. Ja. Ist schon ganz ordentlich. Ist schon okay. Ja, kann man empfehlen. Ne? Wer kein Geld für das Riesending da hat, für das Teure, der hat damit dann eine gute Alternative. Kommt auf jeden Fall gut hin, sieht gut aus. Man kann die Fledermaus erkennen. Von daher. Ja, dann würde ich doch mal sagen, das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschö.